Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Xenon TV. Ein sommerliches Hallo. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Michelle von Xenon TV. Und ich bin Dominik von Couch FM. Los geht's jetzt mit der wilden Maus von Josef Harder. Hauptsache, es passiert was. Hauptsache, es gibt irgendwie ein bisschen Action, ein bisschen Konflikt. Sex. Sex ist immer auch eine gute Sache. Ja. Hast du ja auch viele Szenen. Viel, ja. Ständig Sex sehen. Oscars zur goldenen Kamera. Da weißt du direkt, wovon wir reden, ne? Die berühmte. Ich glaube, die Frage hast du bestimmt auch 100 Mal gestellt bekommen, aber. Ich glaube, jeder braucht Mut, wenn er Film machen will. It's a lot of obstacles on the way, always. And you always have to prove yourself. Failure is, you know, 90% of our lives. Jetzt sitzt aber neben mir erstmal Cora, unsere Filmspezialistin. Was würdest du sagen, ist das ganz Besondere an dem Filmfestival in Carlo Vivari? Für 2 Wochen im Sommer wird das dann aber einfach eine absolute Partystadt. Da sind die ganzen Straßen voll mit jungen Leuten, überall wird getanzt, es gibt Stände mit Cocktails, lauter Musik die ganze Zeit. Unida en la diversidad, unido en la diversité oder ganz einfach in Vielfalt geeint. Europa ist einfach eine unglaublich tolle Wertegemeinschaft. Ich finde, das geht ab und zu einfach verloren. Unabhängige Hilfsorganisationen wie etwa Sea-Watch oder Ärzte ohne Grenzen versuchen das Sterben im Mittelmeer zu beenden, indem sie die Flüchtenden retten, wenn diese in Seenot geraten sind. Ich glaube, als allererstes müssen wir ein Bewusstsein für die Situation von Geflüchteten schaffen. Es handelt sich nicht um ein regionales Problem, das nur Syrien betrifft. Es ist eine globale Situation. Aber die Lösung kann nicht sein, dass Organisationen kriminalisiert werden, die dort draußen an Europas Grenzen Menschenleben retten, was eigentlich eine staatliche Aufgabe wäre. Überzeugt haben in diesem Wahlkampf leider die wenigsten Parteien. Das zeigt sich auch daran, dass viele Wählerinnen und Wähler immer noch nicht wissen, wem sie ihre Stimme anvertrauen möchten. Wie sieht es bei euch aus? Wisst ihr schon, wo ihr euer Kreuz setzen werdet? Und damit herzlich willkommen zur Sonderausgabe Wählerisch. Ich habe zwischen dem ersten und dem zweiten Semester ein Praktikum gemacht. Also ganz ehrlich, da war ich völlig unbrauchbar. Da war ich für den Arbeitgeber. Okay, ich habe zum Beispiel eine Ausbildung gemacht. Ich mache jetzt ein Praktikum für 3 Monate. Ja. Ich werde da sicherlich gut mithelfen können. Ich werde mich da einbringen. Ich werde vielleicht ja wirklich eigene Projekte leiten. Und ich werde dafür nicht bezahlt. Bis dahin wünschen wir euch ganz viel Glück und ganz viel Mut bei all den Dingen, die ihr euch so vornehmen werdet. Ansonsten sagen wir für heute erstmal Tschüss, Bye-bye, Adios und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Super gemacht, danke.